Ja, naja. So, wir haben jetzt hier nämlich noch einen sechsten Akt. Den wollen wir zumindest mal anfangen. Ich weiß nicht, wie lange ich heute machen werde, weil ich darf morgen in der Tagschicht arbeiten. Yay. Habe ich eigentlich wenig Bock drauf, aber ich habe halt einen Termin. Naja. Ein Handelsschiff aus fernen Landen ankert im Hafen von Sofia. Ich bin hier hinten? Warum bin ich da hinten? Warum bin ich den ganzen Weg jetzt laufen, ey? Ja. Gegner tauchen auf. Yada, yada, bla, bla. Wir gehen mal ganz kurz hier in das Dorf. Hey Claire. Salutations, Om. I seem down. Not at all. Not at all. I simply miss my manor in Sophia. My parents. My nursemaid. The ladies in waiting and servants. I wonder what they're all doing right now. If they knew I was washing my own hands before supper, and a supper of dried fish at that, they would simply keel over in shock. Oh, but it would be fun to look fine for a change and attend a grand ball. Do you dance, Om? Ah, I see. Well, never fear. You can learn from me. That is to say. Well, when the war is over, I was wondering if we might have a dance. Just one dance. It would mean so very much to me. Claire, der Krieg ist vorbei. Was redest du da? Okay, das sind keine expliziten Postgame-Gespräche, also lassen wir das. Hey, na? Welcome. So. Falchion schmieden? Ja, finde ich gut. Falchion schmieden, finde ich, ist eine gute Idee. So, das Venusschwert, wann habe ich denn das bekommen? Keine Ahnung. Aber hey. Das kriegt auf jeden Fall Celica in die Hand gedrückt. So. Jetzt aktuell noch mit einem Stahlschwert rumrennt. Also bitte. Also bitte. So, das Kriegerschwert hier, das upgraden wir auch mal ein bisschen. Würde ich sagen. So. Freut er sich drüber. Ja, und dann ist uns auch das Silber ausgegangen. Deshalb auf den Moment, wenn ich weit genug im Postgame bin. Okay. Ich bin gespannt. Ich denke mal, ich werde mitbekommen, was du meinst, wenn es dann soweit ist. Ja, bla bla. So, Frage ist jetzt. Moment, hier im Hafen haben sie angelegt, ne? Ja, okay. Ich bin ein Kaufmann aus Akaneia. Moment, Moment. Hier. Ich bin ein Kaufmann aus Akaneia, einem Land jenseits des Meeres, weit im Osten. Meine Handelsreise ist beendet und ich will Segel Richtung Heimat setzen. Da die Piraten jetzt wieder in Problemen sind, hätte ich gern Schutzgeleit. Was sagt ihr? Würdet ihr mich begleiten? Ja, klar. Ich danke euch. Die Schiffsroute nach Akaneia führt von hier in Richtung Osten. Wir können aufbrechen, wann immer ihr es wünscht. Gebt mir einfach Bescheid. Okay. Ja, dann, wenn ich das richtig verstehe, ja, können wir jetzt hier rüber. Okay. Und da sind es Piraten.
Piratenschmiraten eben. Warum update ich den Golddolch nicht für Celicas OP-Waffe? Weil ich nicht wusste, dass das dann Celicas OP-Waffe ist. danke für den Spoiler, Dark. Danke für den Spoiler. So, erstmal Celica, dir wollte ich das Venus-Schwert in die Hand drücken. So. Ja, ansonsten denke ich, passt das soweit. So viel Zeug, Mann. Jetzt, wo das nur noch ein Inventar ist. Halt ihre Waffe. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. So. Okay. Na denn. Auf in die Gegner. In die Gegnergruppe. Seeweg Akanaya 2. Die Schlacht. Okay. Erstmal gucken, ne? Da sind Vorräte, okay. Viele Einheiten kann ich nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Aber gut. Und mit Langspeeren, Teufelsäxte. Okay. Stahlbogen finde ich jetzt weniger cool. Silberbeutel L, okay, Schinken, ja, gut, gut. Nichts, was jetzt so extrem nervig wäre, sage ich mal. So, die Bogenschützen verhindern auf jeden Fall, dass ich hier fliegende Einheiten mitnehme. Beziehungsweise, was heißt, sie verhindern, sie halten mich davon ab, welche mitzunehmen. So... Eventuell nehme ich Cirque auch raus, weil eine Heilerin sollte ja eigentlich mehr als ausreichend sein. Vor allem Tatjana kann Stärkung. Darf ich auch nicht vergessen. So, hier die Goldritter, braune, ja. Ja, das machen wir. Wir haben hier gute magische Einheiten dabei. Und eine fette Panzerung. So. Okay, das heißt, Silk, tut mir leid, du bist raus. Stattdessen nehmen wir Cliff mit. Cliff ist sowieso ziemlich OP. Und der darf gerne mit dem OP sein weitermachen, würde ich sagen. So, erstmal erledigen wir auf lange Distanz den da hinten. Ja, zumindest wenn wir beide Male treffen. Ja, schade. Schade, schade. Hat nicht ganz funktioniert, aber hey. Die haben eine ganz gute Verteidigung. Dafür, dass es reguläre Einheiten sind. Aber ja, das... stört jetzt halt auch nicht so extrem. So. Achso, stimmt, du hast ja gar keine Erholung. Du hast ja nur ein Purgativ. Ja, Mensch. So. Kann ich hier mal alles so ein bisschen nach vorn ziehen. Okay. Göttermord. Was ein Skillname, ey. Oh, du machst sogar Schaden. Also, wenn du treffen würdest. Bist du dir sicher, dass du das machen willst?
Naja. Bitte. Selbst schuld. Sich freiwillig mit Cliff anlegen, ey. Trottel. So. Und du kannst dich da auf den Vorräten verstecken, wie du willst. Du stirbst trotzdem. Sehr schön. So, dann haben wir auf den da nochmal mit drauf. Man hat ja so einen wunderschönen Silberbeutel für mich. Den will ich halt doch schnellstmöglich haben. So, hier mal ein Panzerfiasko. Okay. Meinetwegen. Ragnarök, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Alter! Alter, der Zauber ist böse. Okay, lasst mich doch mal schauen. Ich krieg keinen Kill hin, bei dem ich nicht selber sterben würde. Außer ich kritte. Das ist was anderes. Das ist natürlich was anderes, wenn ich kritte, ne? Damit kann man ja auch nicht rechnen. So, also davon kann man ja nicht ausgehen, dass man krittet. So. Ja, okay. Okay. Hm? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, na denn. Macht ihr mal weiter hier. Mit was auch immer ihr wollt. Tschüss, Dunkelkrieger. Okay. Jo. Ja, komm. Warum nicht? Na, ah, darum nicht. Okay. Ja, gut, gut. 100% Trefferschuss ist da doch schon schöner. Stimmt wohl, stimmt wohl. Sehr schön. Nee, machen wir mal anders. Das machen wir mal so.
Ach, das ist keine gepanzerte Einheit. Ich vergesse das immer wieder. Ich vergesse immer wieder, dass die Goldritter nicht als gepanzerte Einheit gelten. Naja. So, hier eine Aura hinterher. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das ist schon weniger schön. Alter, wie viel Schaden machst du mit dem Mistding? 50 Kraft, ey. Wow. Okay, ich würde jetzt ganz spontan mal sagen, nee. Nee, das lassen wir. So. Dann kommt hier eine Erholung. Okay. Nee, ich lasse die mal auf mich zukommen. What? Oh komm, das ist eine 9% Chance gewesen. Du Sack. Du blöder Sack, ey. Okay, okay. Noch ein bisschen RNG-Manipulation. Meinetwegen. Ich werde einfach viel zu viel Schaden machen. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. So. Jetzt sollte er nicht mehr kritten. Hoffe ich. Wir werden sehen. Jetzt krittet er schon beim ersten Schlag. Nee. Oh, er verfehlt den ersten sogar, aber ich auch. Okay. Okay, okay. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles gebacken. So. So zum Beispiel. Denn der hat quasi keine Resistenz. Tschüss. Lieber Piratenkapitän. So. Dann wollen wir hier mal weiter mit draufhauen. Weil wir es können. Ich will die Allgewalt ja schon mal sehen, ne? Ja, komm. Ja, komm. Okay, ja. Ja, kann man machen. Kann man definitiv mal machen. Holy shit, man. ...55% Crit-Chance, komm. Das kriegen wir hin, oder? Sag ich ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. Dadurch haben die jetzt keine Distanzangreifer mehr. Das heißt, Delthea ist vollkommen sicher.
Ich hau mal schon mal mit dem Sagittai ordentlich Schaden auf den da hinten. Ich finde, das ist eine gute Idee. Mehr Verteidigung. More Defense. Okay, so, dann macht ihr mal. Was auch immer ihr machen wollt. Ihr kommt hier eh nicht vorbei. Ja, gut. Du darfst kritten. Das ist kein Problem.